Der 8-jährige Nawe musste in seinen jungen Jahren schon vieles durchstehen. Am 7. Oktober, als islamistische Horden den Staat Israel überfielen und mehr als 1200 Menschen umbrachten, nahm auch das Leben von Nawe eine dramatische Wendung. Gemeinsam mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester wurde der Bub in den Gazastreifen verschleppt. Sein Vater, Tal Shoham, ist immer noch in der Gewalt der Terroristen. Doch was kann angesichts des Terrors und der Kriegswirren ein 8-Jähriger schon ausrichten? Zum Beispiel einen Appell an die Welt richten. Also verfasste er mit Unterstützung seiner Mutter einen Brief an den Papst. Der Papst hatte Anfang Februar seinen jüdischen Brüdern und Schwestern in Israel Unterstützung zugesagt und die Angriffe vom 7. Oktober verurteilt. Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken, schrieb Nawe an den Heiligen Vater und erzählte dem Papst seine Geschichte. Denn auch er wollte seinen Teil leisten und so seinem Vater helfen. Jeder bemüht sich sehr, meinen Vater zu helfen, ihn zu befreien, und ich möchte auch meinen Teil leisten. Der Brief an den Papst war der Versuch, den ich unternommen habe. Ich habe das Gefühl, dass sich jeder bemüht, den Geiseln zu helfen und alles tut, was er kann, und ich hoffe, dass sie bald zurückkehren werden. Den Brief an den Papst hat Nawe am 6. Februar geschrieben. Und tatsächlich, kürzlich flatterte ein Antwortschreiben von Pontifax in Naves Postkasten. Vielen Dank für den Brief, den du gemeinsam mit deiner Mutter geschrieben hast und in dem du mir von deinem Leben vor und nach dem schrecklichen Oktober 2023 erzählt hast. Du bist noch jung, aber deine Worte sind weise. Ich wünschte, die Großen und die Mächtigen dieser Welt würden so denken wie du. Möge der Herr dich und deine Familie behüten und beschützen und sein Angesicht über dich erleuchten. Nawe spielt auch für sein Leben gern Fußball. Ich spiele sehr gerne Fußball in der Pause. Das mache ich gemeinsam mit meinen Freunden, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Es ist eine Teamleistung. Du kannst ein Tor schießen, aber du kannst den Ball auch deinen Freunden passen und zusammenarbeiten. Denn wenn der Krieg vorbei ist und sein Vater zurück ist, möchte er ein Fußballspiel im Stadion besuchen, schrieb Nawe in seinem Brief an den Papst. Noch während des Interviewtermins in der Wiener Innenstadt klingelt das Handy von Naves Großvater Gilad Korngold. Es meldet sich Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer, mit dem Korngold schon bei seinem letzten Wien-Besuch im Dezember zusammentraf. Der Regierungschef spricht der Familie einmal mehr Mut zu und versichert, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Nawe möchte einfach nur zu seinem normalen Leben zurückkehren. Als er gefragt wurde, wie das für ihn aussieht, sagte er, in der Früh in die Schule gehen, dann nach Hause kommen, mit meinen Freunden etwas Fußball spielen und dann abends schlafen gehen.